Heißes für die Pechbrücke. Heißes, schwarzes Pech. Das uns verbrennt. Vorwärts! Ruft! Ich laufe. Ich hebe mein Schild und nutze es als Regenschirm. Ja, gute Idee. Jeder von euch bekommt 2W6 Pechpunkte, also tatsächlich Trefferpunkte. Bei Askerim, ne. Schild, passt. Trefferpunkte oder Schadenspunkte? Trefferpunkte. Trefferpunkte Kopf, also kannst du deine Kopfrüstung abziehen. Wow. Bei Ardo lasse ich tatsächlich seinen Armatrutz. Ne, wie lange gilt der Armatrutz? 5 Minuten. 5 Minuten, ja, dann hält er noch. Na, es sind zwar Äonen vergangen, aber... Der Helm schützt ganz gut. Genau, das heißt, jeder 2W6 könnt ihr euch dann selbst abziehen. Askram nicht, der hatte ein Schild. Dann steht ihr vor einer großen Sackgasse. Vor euch fließt ein großer Fluss mit weiterem brennenden Pech, was jetzt nicht nur von oben herab regnete, sondern eben auch unter euch entlang fließt. Ihr könnt wohl erkennen, wie dort in dem Fluss wohl große, behaarte Leichen von Trollen liegen, mit dem Gesicht nach unten. Eine Brücke gibt es hier nicht. Ich glaube, wir dürfen über Trolle wandeln. Ich hätte mir einen Trollpfad immer anders vorgestellt. Also das ist wirklich ein makabrer Scherz bei allen. Rafim, war das auch so ein Pfad, über den ihr gelaufen seid? Ja, bei uns war tatsächlich angenehmer. Aber wir haben auch mit einem gewissen Minister gesprochen, vielleicht liegt es da aber. Mit Trollangelegenheiten. Komm, stellt da nicht so ran. Und rüber! Ach, jetzt müssen wir ja hüpfen. Mit großen Sprüngen. Ich würde darüber springen, über die Trolle auf die andere Seite. Ja. Ich schließe mich dem Gigant an. Ja, mit einem tiefen Seufzen macht sich Mahira auch daran, darüber zu springen. So schwer ist es auch gar nicht. Es sind nur 3 Akrobatikproben. Ihr könnt auch auf Gewandtheitsproben ableiten. Was natürlich schwieriger wird, aber ansonsten Akrobatik. Akrobatik habe ich noch nicht mal aktiviert. Ja, dann darfst du auch Körperbeherrschung ablegen, ableiten. Körperbeherrschung plus 10. Wow. Das ist oder, assig. Das oder ist Gewandtheit. Assig. Ja, teilweise. Gewandtheit plus 7. Athletik? Ah, springen geht immer über Athletik? Körperbeherrschung. Athletik? Hier steht echt Akrobatik drin. Boah. Athletik? Athletik darfst du auch arbeiten, ja. Athletik oder Körperbeherrschung plus 10 oder 3x Akrobatik. Und das ist Gewandtheit? Es sind Trolle. Die Erschwernis für Gewandtheit? Gewandtheit plus 7. Boah, ich muss gerade mal was nachschauen, einen Moment bitte. Mirakel? Okay. Das schaffe ich alles nicht. Schaffe auch nichts davon, hier bitte. Hier muss nichts fair zugehen. Es gibt hier nichts Faires. Ich muss kurz schauen, ob ich einen Zauber habe. Ey, komme ich mit dem Krötensprung komplett drüber? Wenn du ihn in der langanhaltenden Variante zauberst, ja. Warte mal kurz. Sprint zählt nicht bei Athletik, oder? Bitte? Sprint? Nee, zählt nicht. Ich könnte, wie weit ist denn das? Also wie breit ist das Ding? 15 Schritt breiter Fluss mit brennendem Pech. Okay, also wenn ich 15 ZFP Stern habe, dann komme ich da in einem Mal drüber. Ja, als Viertelzauberer sind 15 Sternchen doch überhaupt kein Problem. Was heißt hier Viertelzauberer? Ich bin Hexer. Ach, du bist Hexer. Okay, ja, nee. Ja. Warte mal. Travigo hat schon den ersten abgelegt. Für jeden fehlenden Punkt zum Gelingen erhält man einen SP Brandschaden. Misslingt die Probe um mehr als 5 Punkte, fällt man in das Pech und das sind 2W6 Schadenspunkte pro Kampfrunde. Boah, wir fangen mal mit Travigor an, der ist schon fertig. Genau, ich falle zweimal komplett. Zweimal komplett rein? Ein, ja. Oder nur kurz? Nee, komplett. Gut. Möchtest du einen Schicksalspunkt ausgeben? Wie war das? 2W6 Schadenspunkte. Also, einmal schaffst du es, einmal nur deinen Fuß, ne? Einmal nur deinen Fuß? Einmal habe ich es geschafft sogar und zweimal um mehr als 5 verkackt. Okay, dann sind das 2W6 Schadenspunkte pro Kampfrunde. Dann kannst du immer nochmal zweimal eine Körperbeherrschungsprobe, eine einfache Körperbeherrschungsprobe geben, um dann nur in einer Kampfrunde drin zu stehen. Nee, dann schippe ich tatsächlich eins.
Obwohl, da muss ich ja nochmal würfeln, also schaffe ich wahrscheinlich auch nicht, also. Du kannst aber, du kannst zum Beispiel die 17, naja, die 17 darfst du es geschafft, aber du kannst die 18 neu würfeln. Bei dem einen. Du kannst ja einen nur nachwürfeln. Da hast du 8, 5, 18. Ach so. Wenn du die 18 dann unterwürfelst, dann könnte es schnell besser werden. Ja, dann versuche ich es mal. 5, ja, sieht gut aus. Das heißt, so einmal trittst du rein, ne? Und ich muss eine Körperbeherrschungsprobe jetzt erstmal machen für das einmal. Gib mir nochmal eine Körperbeherrschungsprobe. Das sieht gut aus, dann bekommst du nur 4W6 und bist drüben. 4W6 und bist drüben. Wie würfelt man nochmal mehr W6? Einmal in die Hand nehmen und mit Rechtsklick kannst du einen hinzufügen. Ah, okay. Gut, dann machen wir weiter mit dem nächsten. Ist schon irgendwie jemand anderes von euch fertig? Ja, ich bin fertig. Ich krieg einmal 2 Schaden. Ja. Und dann muss ich bei dem einen die 20 mit dem Chippy neu würfeln, weil sonst stand ich volle Kanne drin. Okay. Das sieht gut aus. Dann bist du mit einem Chippy drüben? Ja, ich glaube. Mission 20, ja, sieht gut aus. Das waren 1, 2. Ja, sieht gut aus. Die andere hast du gelungen, dann bist du durch, dann bist du drüben. Und 2W6 Schadenspunkte. Nochmal. Nee, gar nicht. Dann nicht mehr, dann hast du es zweimal geschafft und einmal nur 2 SP genommen, du bist drüben, genau. Fertig. Gut. So. Also ich kriege einmal 3 Schadenspunkte und einmal ein und eine Probe würfel ich komplett neu, sonst macht's platt. So. Dann ist dein Schicksalspunkt auch weg. Oh, das sieht gut aus. Gelungen. Ja, ausgezeichnet. Korian ist auch drüben. Ado hat einmal seinen Krötensprung gezaubert als Hexe. Mhm. Hilft aber nur 6, also ich komme nur 6 Schritt weit. Ja, 6 Schritt. Ja. Und du hast deinen Zauber in einer Globule gewirkt, in einer Globule von Belhalhar. Meinst du, das war clever? Ich habe vorher schon einen Armatrutz gemacht, also stimmt. Keine Ahnung. Stimmt, habe ich nicht dran gedacht. Gucken wir gleich mal auf der mysteriösen Tabelle an. Wir handeln dich gleich ab. Merk dir mal bitte dein Ergebnis. Wir machen weiter mit Askrim. Was ist denn mit dir? Ich würde die erste Athletik Meisterhandwerken mit 3 ASP. Ja, dann hast du es also geschafft. Dass da nur noch eine 1er Erschwernis ist. Moment. Könnte ich die danach auch Meisterhandwerken? Ach ne, habe ich erstmal hingelegt. Warte mal, dir fehlen 3 Punkte. Du kannst auch nachträglich weiter am ASP reinpumpen, ne? Schlechteres Verhältnis, 1 ASP zu 1 THP. Genau. Nicht 2 zu 1, ja. Sondern 1 zu 1. Sind 3 ASP und du kriegst keine Schadenspunkte. Wäre möglich. Aber dann bin ich alle und so eine Zusatzrüstung wäre schon nett. Gut, dann trittst du für 3 SP in das Pech. Nächste Probe. Gut. Moment, muss ich erst noch modifizieren. Machst du wieder ein Meisterhandwerk draus? Da hattest du nicht gesagt, wo das geht, deswegen. Aua. Ja, die chippe ich. Und kann ich dir noch Meisterhandwerken? Du kannst auch noch Meisterhandwerken, wenn du willst, ja klar. Dann Meisterhandwerke ich nochmal für 3 ASP. Ja, ich würde nur die 16 neu, nur die 20 neu würfeln. Dann schaffst du es ja. Okay. Hilft das? Nee, hilft nicht. Die 20 hilft nicht. Er hat eine 7er Erschwernis auf. Sonst eine 14 auf seine 14er GE und er hat einen 7er Talentwert, also passt doch. Nee, aber ihm fehlen 10 Punkte, die er ausgleichen müsste. Also er muss plus 7, war doch, stimmt, hast recht, die 20. Also ich weiß, ich sehe das auch, aber ich weiß nicht, wo das herkommt. Ja, vielleicht durch die Behinderung, das kann sein. Also du kannst auch nur die 20 neu würfeln. Ja, dann mach ich nur die 20 und das reicht. 17, reicht nicht. 3 Sternchen, die dir fehlen. Ein Sternchen, das dir fehlt. Dann ist das nur ein SP, den du kriegst. Also das ist schon mal 4. Und dann muss der letzte ohne ASP klappen. Mhm. Misslungen. Stimmt das denn mit plus 6 Behinderung? Das kommt drauf an. Behinderung mal 2. Hast du eine Rüstungsgewöhnung? Ich glaube, die musst du nämlich manuell eintragen. Nee, Rüstungsgewöhnung habe ich keine. Ah, okay, daran liegt das vielleicht. Okay. Also du hast eine aber nicht eingetragen, ne?
Ich habe gar keine. Du hast gar keine, okay. Bist du, ja doch, du bist gerüstet, ne? Ja, ich trage einen Lederschürze und einen Umhang. Ja, dann sind das nochmal 4 SP. Gar kein Problem. Nochmal 4 SP und keine 2W6. Dann bist auch du noch nicht drüben. Eine Probe fehlt noch, oder? Nee, das waren 3. Die dritte, okay, gut. Dann, wie viel Schaden hast du bekommen? 8 Stück. Okay, dann während ich... dann oben rechts in LEP ein. Genau. Ziehst du dir von den LEP ab, beziehungsweise die neuen trägst du ein. Bevor wir mit den Zaubersachen für Ardo weitermachen, gucken wir uns mal Mahira an. Ja, da müssen wir allerdings auch mit Zaubersachen weitermachen, denn ich bin Viertelzaubererin und werde mein Meisterhandwerk Körperbeherrschung anwenden. Meisterhandwerk ist mir egal. Ja, genau. Also ich werde halt jede meiner 3 Proben mit 4 ASP unterstützen. Das heißt, ich bekomme eine plus 8. Mhm. Und das Ganze ist dann nochmal um 5 erschwert, weil ich über Körperbeherrschung ableite. Und du sagst, es ist unfair, wenn du mir hier mit ohne Schaden rausgehst. Wir sind in einer Globule von Belhalha, Fräulein. Ja, gut, dass ich eine Geweihte bin. Ja. Die Sinne hat damit wenig zu tun. Ja. Ja. So. Ja. Hier, da, hier ein Troll, da ein Troll, da noch ein paar Haare mitgenommen. Oh, ein Blümchen. Korian ist drüber. Abo ist noch nicht drüber. Asgrim ist drüben. Mahira, Rafim war auch fertig. Travigor war auch durch, ne? Ja. Dann fehlt nur noch Ardo. Dann würfel mal bitte 2W6. Okay. Einmal machen wir wir gucken uns den Armatrotz nochmal an. Ja, interessant. Das war dann Armatrotz, der richtet sich gegen den Zaubernden. Also das heißt, ich habe 3 Rüstungen statt 3 Rüstungen? Ja, man könnte sich auch überlegen, ob der Armatrotz dir eine negative Rüstung gibt, aber würfel nochmal 2W6 für den Krötensprung. Ja, habe ich 8. 8. Hat einen was anderen ist? Sichtbaren Effekt. Korian, was ist der andere sichtbare Effekt? Einen zusätzlichen. Ihm wachsen Krötenbeine. Krötenbeine? Ardo. Ardo, darf ich mitmachen? Asgrim, was ist der nächste Effekt? Was fällt dir ein? Jetzt, er kriegt schuppige Haut. Interessant, Mahira. Für den Krötensprung noch? Oder Krötensprung? Für das andere? Nee, für Krötensprung. Er fängt an, lila zu leuchten. Rafim. Krötenzunge. Travigor. Er blutet aus den Augen. Wir sind 1, 2, 3, 5 Helden. Das sind W10. Was ist denn der Reversalis von einem Armatrotz? Für richtet sich gegen den Helden. 6, die 3. 1, 2, 3. Mahira, was hattest du gesagt? Er fängt lila an zu leuchten. Mhm. Warum lila? Warum nicht grün? Weil lila ist eine schöne Farbe. Okay. Ja, Korian fängt lila an zu leuchten. Herzlichen Glückwunsch. Korian, das freut mich. Korian. Ardo, Entschuldigung, Ardo fängt lila an zu leuchten. Fehlte da noch eine Probe, ne? Jein, ich bin ein bisschen durcheinander gekommen mit den ganzen Proben. Also ich habe den Krötensprung geschafft, ja. Kann 6 Meter weit springen jetzt. Gut. Das heißt, ich muss mich wahrscheinlich zweimal irgendwo abstoßen. Was soll ich denn... 15 Meter, also den ersten Troll hast du geschafft. Okay. Dann brauche ich noch 2 Proben. Für? Für die nächsten 10 Meter. Über die Pechbrücke. Achso, der Krötensprung wirkt aber auf Zeit, gell? Nicht nur. Achso, okay, ja, gut. Nee, dann spring halt rüber. Okay, passt. Geil. Ja. Wie viel ASP kostet der? 3. Ich liebe Hexen, habe ich das schon mal erwähnt? Kostet der nicht pro 5 Minuten dann? Weil du dann über mehrere Sprünge, du musst auch mehrere Sprünge ansagen, sonst ist es nur ein Sprung. Kosten 3 ASP, die Zauberdauer sind 7 Aktionen. Ja, aber das ist aber nur ein Sprung sonst. Du musst ihn dann in der 5-Minuten-Variante ansagen. Nein, er muss überhaupt nicht mehrmals springen. Er kann mehrmals springen. Ja, aber dann muss er nur zaubern, oder nicht? Nee. Nicht? Gut. Okay. Dann seid ihr allesamt drüben und habt die Pechbrücke mit den Trollen überwunden. Wie viele Lebenspunkte hast du noch, Korian? 31. Von? 40. Ardo, wie viele Lebenspunkte? 24 von 31. Asgrim? 30 von 38. Mahira? 16 von 27. Sehr gut, da bin ich hin. Rafim?
17. Von? 29. Travigo. 18 von 33. Aua. Wir haben zum Glück noch Heiltränke. Auch guter dafür. Über euch könnt ihr etwas rumpeln und krachen hören, einiges Gestein, was wohl vor euch runterbricht, wenn ihr dann in diesem, ja, in dieser, in einem Krater steht. Immer noch über euch könnt ihr das Pech regnen sehen und auch spüren. Könnt euch dann allerdings in einer dieser Felsgesteinformationen dann unterstellen und erst einmal warten, bis sich dieser Regen aus Pech dann nach und nach dann abgekühlt hat. Unter anderem könnt ihr dann auch noch erkennen, wie nicht nur Pech herunterfällt und regnet, sondern auch teilweise vermischt mit Dornen, mit Fleischfetzen, einige Arme, Augen, Beine oder zerfetzte Torsi, die dann irgendwann runterplatschen. Weitere Mantikore, die dann mal hier, mal da auf der einen oder anderen Brückenseite landen, sind wohl gerade von der ewigen Schlacht zu euch hinübergeschwebt und ernähren sich jetzt von diesem Torsi, von diesen Fleischfetzen, die Belhalha oder Kor, ihr wisst es nicht genau, ihnen gespendet hat. Wir sollten die Tränke schlucken, die wir haben. Richtig. Ich hätte einen abzugeben, allerdings einen sehr guten. Wer hat's nötig? Bahira hat doch noch welche bekommen, oder nicht? Ja, natürlich. Einen für jeden von uns. Und Traviger, es tut mir leid, aber ich glaube, ihr vertragt den am ehesten. Genau. Ich trinke, ich hätte einen C-Heiltrank und einen E-Heiltrank, wenn ich die nicht mittlerweile schon in der Wildermark ausgeben musste? Von meiner Seite aus nicht. Okay, dann würde ich den C-Heiltrank trinken. Ich kann dir auch noch einen D-Heiltrank anbieten, von denen, die ich mitgebracht habe. Das wären 3W6 plus 6. Meine so einen würde ich auch nehmen. Ah, du, Quatsch. Travigor, dann lass uns doch tauschen. Nimm dir doch einen von den besseren und ich nehme den, der nicht ganz so gut ist, weil das reicht mir. Lasst uns anstoßen, auf dass uns die Götter nicht verlassen. Prost. Auf Chor. Auf alle unsere Götter. Auf alle Zwölfe mit Chor. Einer der Mantikore schaut euch grimmig an, zieht seine Fänge so ein bisschen nach vorne. Die Ernte ist reif. Zeit für Eroberung. Mittlerweile könnt ihr hören, wie der Regen aufgehört hat. Mittlerweile tummeln sich aber auch fette Stachelfliegen, die sich jetzt aufgrund der Feuchtigkeit ausgebreitet haben. Ein unaufhörliches Summen, was in euren Ohren klingt, und der Pechfluss ist wohl weiter angestiegen, tritt so ein bisschen über die Ufer. Könnte man noch die fetten, aufgedunsenen Trolle dort erkennen, wie sie dort ihre Klumpen Fleisch dann den Trollen zur Verfügung spenden. Einige Pilze, die wohl auch auf der Unter- und Oberseite von ihnen wachsen und schreckliche Blüten bilden. Anderes Brandmoos, was da große Bärte ausgebreitet hat und wohl mit den Ästen dieses Brandmooses teilweise auch nach den Mantikoren greift und versucht, sie nach unten in dieses Pech, in diesen Pechfluss zu ziehen. Zurund wartet, knurrt noch einer von ihnen und deutet mit seinem Schwanz wieder auf den Hornturm. Wir sollten vielleicht ausmachen, wann wir doch zurückgehen sollten. Weit ja, unter welcher Bedingung? Initiative. Wenn wir fertig sind. Initiative. Einer der Mantikore greift an. Wisst ihr was? Wir nehmen das gleiche Schlachtfeld nochmal. Wir bleiben einfach hier, weil es so schön ist. Dieses Mal ist es allerdings dann kein... Ich ziehe gerade nochmal die Kroborim weg. Moment. Warte mal, irgendwas ist bei meiner Initiative falsch gelaufen. Würfel mal gerade noch, ne? Das war das falsche Feld. Ja, das war das falsche Feld. Moment. Die Kroborim alle weg. Wir suchen uns eine neue Stelle aus. Hier steht dieses Mal. Warte mal, habe ich nicht noch eine andere Karte? Ich muss sowieso nochmal das andere wieder reinziehen. Die Bilder noch gar nicht angeschaut. Ja, die sind echt schön. Ja. Stimmungsvoll. Schön blutig. Man sollte am besten nicht von Rückzug sprechen, wenn Mantikore in der Nähe sind. Zack.
Ich gebe euch den geflügelten Riesenmantikor. Nice. Soll ja auch wehtun. So, die Sachen stehen da drin. Ich guck gerade mal, was der für eine Initiative hat. 10. Zieh mal die Krobe zur Seite, okay? Wo sind die? Rechts jetzt von der Initiative. Ja, okay. Habe ich sie hingelegt. Ja, stellt euch einfach vor, dass ihr hier gerade oben über die Trolle drüber gestiegen seid. Hattet euch dann hier irgendwo in so einem kleinen Felsspalt oder so eine Mulde dann zurückgezogen. Hattet dann gerade diskutiert, als dann Travigor die falschen Worte in den Mund nahm. Wir beginnen mit der 12 Mahira. Ja, Kampfreflexe müsstest du händisch nachtragen. Ist dann eine plus 4 oder eine plus 6. Gut, dann passt das. Ich möchte einmal angreifen und einmal parieren. Gut. Es steht ja schon direkt vor uns. Ich sehe den jetzt noch nicht. Nein. Achso, warte mal, ich hier. Entschuldigung. Ich möchte mich orientieren. Ja, okay. Initiative. Das dauert die ganze Dings da. Ja, okay. Dann von der 12 auf. Einen Moment. Auf die 17. Auf die 17. Weißt du was? Das ist eine richtig gute Idee. Travigor, was tust du? Formation! Ich versuche mich wieder vor die Hirsinnegeweihte zu stellen. Ja, das ist noch eine Aktion-Position, ne? Mhm. Oder nee, ist das aber noch. Eine Aktion, denke ich, Bewegungsaktion. Aktion-Position, ja, wenn du dich da breit machen willst, durchstellen willst. Gut, der Riesenmantikor orientiert sich und geht von der 10 auf die 16. Stopp. 12, 14. Ja. Kampfreflexe, wenn ich die händisch nachtragen muss, kriege ich noch einen dazu. 4. Dann ist die plus 4 nicht eingetragen, genau, dann, aber ja, dann in der plus Rüstung. 4. Dann bin ich auf der 16. Ja, okay. Ja, und warte mal, wie weit ist der weg? Das reicht nicht für einen Sturmangriff. Dann gehe ich in Formation neben Travigor. Powergamer-Tipp von mir, eine Aktion Schritt zurück, also freie Aktion zurück, kannst du immer machen. Dann gehst du zurück und kannst dann vielleicht auf die 4 Meter kommen. Ich weiß nicht, wie viel Entfernung hast du denn zu ihm? Jetzt? Immer noch nicht, müssen noch die zweite Aktion machen. Mach das. Dann kannst du nichts sagen, aber kannst zwei freie Schritte zurücktreten und dann Sturmangriffen. Passt, dann mache ich den Sturmangriff. Mhm. Dafür erstmal die Attacke. Achso, der Sturmangriff ist plus 4. Und ich lege noch rein den Viererwuchtschlag. Der ist geschafft. Dann mache ich jetzt erstmal 2W6 plus 6 Schaden mit dem großen Sklaventod. Warte. Dann kommt. Warte. Ja. Ich habe 3 Aktionen pro Kampfrunde. Ich habe eine Aktion Orientierung benutzt. Und dann kann ich mal noch parieren. Oder ich kann gegenhalten. Aber ich pariere. 2. Geschafft. Oh Mensch. Beziehungsweise Tiere oder Chimären parieren dann nicht wirklich, sondern weichen aus. Gut, ja, dann hast du gehandelt. Gut. Und zwar mit 1, 2, 3 Sturmangriff. Alle Aktionen sind weg. Travigor ist durch. Askr. So ein Sturmangriff klingt ganz spannend. Mhm. Den würde ich dann auch mal hinterher setzen. Ja, oh, ich habe so das schlechte Gefühl, dass Rafim auch gleich Sturm angreift. Ah, genau. Misslungen. Oh, das war nix. Ja, dann stehst du neben mir. Ich krieg einen Passierschlag, der kostet mich nix, nur eine freie Aktion. Passierschlag, ich muss gerade mal überlegen, was mache ich denn für einen Schlag? Die Werte stehen nicht bei Fantasy Grounds drin. Ich habe einen Prankenhieb. Oh, der klingt ekelhaft. Ja, ich mache den Prankenhieb. Passierschlag ist ja plus 8, ne? Hast du Aufmerksamkeit? Plus 10. Plus 10? Ich hab Kampfreflexe, Kampfgespür und Aufmerksamkeit. Ja, also nicht geschafft. Dann stehst du neben ihm, hinter ihm, vor ihm. Askrim ist durch. 19, Rafim. Was will das Vieh denn in dieser Runde noch irgendwas machen? Es hat noch eine Aktion. Es pariert. Pariert. Okay. Ja, Sturmangriff ist scheiße. Wir müssen es mal kurz besprochen haben. Gib dem Vieh mal einen 8er Wuchtschlag. Also du machst eine Aktion Position, dann hast du noch eine Aktion und die haust du für einen 8er Wucht drauf. Ja,
Ja. Das ist gelungen. Ich pariere, beziehungsweise weiche aus. Habe ich geschafft. War keine Finte mit drin, dementsprechend einfach ausgewichen. Ja, ich weiß. Hallo! Man kann Sturmangriff mit Wuchtschlägen kombinieren, oder? Wenn du den Sturmangriff hast. Ja, habe ich. Ja. Dann mache ich einen Sturmangriff und Wuchtschlag 2. Aber ist nicht schlimm. Sturmangriff, Wuchtschlag, das ist eine plus 6, die merken wir uns bitte für deinen nächsten. Du kriegst einen Passierschlag. 18. Schade. Puh. Ado ist durch. Blutiger Neb spannt seinen Kriegsbogen. Dann nächste Kampfrunde. Die 12 wäre dran. Ja, ich merke, dass ich in Formation mit mir selber stehe. Und stürme doch mal ran. Ja, also zwei Freiheit. Machst du wieder Schritte nach hinten, damit du Sturm angreifen kannst? Oder ist das nur eine Aktionposition? Das ist hier tatsächlich in Metern. Metern, ne? Ja, genau. Na, ich komme aber nicht ran mit 2 Meter. Ja, wenn du erst nach hinten gehst, 1, 2 Schritte nach hinten so. Und dann 4 Schritte nach vorne stürmst, das ist wie gesagt immer so diese... Nee, Entschuldigung, ich wollte gar keinen Sturmangriff machen, ich wollte nur dann stehen und dann parieren. Ja, okay. Parieren? Ja. Ja, doch, klar, macht natürlich Sinn. Du bist der Feigling, da wirst du auch angegriffen. kann ich vorziehen? Du kannst vorziehen, du siehst wie... Ja, es ist jetzt halt blöd. Ach komm, ich mach 3 Aktionen auf Travigor. Was für eine Indie-Basis hat er? 10. Ich möchte gerne vorziehen. Aktion, Position und Parade. Dann möchte ich auch gerne vorziehen. Aktion, Position und Parade. Ich möchte vorziehen und draufhauen. Vorziehen, draufhauen. Gut, dann fangen wir erstmal an mit denjenigen, die töten wollen. Blutigen Nebel lasse ich erstmal raus. Der hat seinen Pfeil aufgelegt und erzielt. Ado, 20. Jo, da zählt jetzt dann die Erschwernis vom Wuchtschlag in der vorigen Runde nicht mehr rein, oder? Doch. Doch? Ja. Okay, dann hau ich jetzt einfach ganz normal drauf. Deine nächste Aktion. Wir kriegen jeder, glaube ich, 4 Punkte Erleichterung. Wegen Überzahl. Gibt's, glaube ich, gegen Dämonen nicht? Gegen Chimären und Dämonen. Gegen Tiere und gegen Menschen kann... Ja. Egal, würde treffen auf jeden Fall. Anderthalb Händer, ja, dann kannst du Schaden machen, er weicht nicht aus. 7 hersündige weit Trefferpunkte. Was hat das Ding denn für einen Rüstungsschutz? Das wäre jetzt noch interessant zu wissen. Der Rüstungsschutz steht gar nicht dabei, nur die MR. Da muss ich gerade mal in WDZ nachschauen. Oder 5 hat das Vieh bestimmt. 228. Rüstungsschutz? So, nee. Ein bisschen viel. Chimären. Manticore, Tiertier, Beherrschung 12, wahrer Name. Rüstungsschutz 2 nur. Wow. Was? Lappen. Never. Dickes Fell. Never. 7 minus 2 sind 5 TP Schaden.